Garde greift an. Sie können dir nicht helfen. Ich gehe rein. Köder sei mit dir, Bruder. Jo, willkommen zur letzten Folge von Far Cry. Ich freue mich. Mal gucken, wie wir uns jetzt anstellen, um Hagan zu töten. Ist er alleine? Kann sein, dass ich, wenn die Folge nicht so lang ist, die an die letzte Folge dranhänge. Mal gucken. Hier liegen überall Statuen. Ich sehe keine Gegenwehr oder sowas. Oh, ich sehe schon wieder Copyright hier um die Ecke blubbern. Der königliche Palast. Aber. Ja, komm rein! Bitte entschuldige die Knappheit, aber die Diener sind bereits zu Hause. Vielleicht hast du sie aber auch nur alle erschossen. So, bevor wir loslegen... Ach, mit wem spreche ich? Hm? Dem Sohn, der die Asche seiner Mutter verstreuen will? Oder dem Verrückten, der den Weg auf meinen Berg mit Leichen gepflastert hat? Denn würde ich mit dem Ersteren reden, dann würde ich sagen, setz dich, sei zivilisiert, lass uns was essen. Doch, das hatten wir ja schon, nicht wahr? Beim ersten Treffen? Du saßest hier. Paul legte gerade Strom an die Nippel deines unhöflichen Begleiters an. Ich stand genau so. Und was waren meine Worte? Ah, bleib hier. Genieß das Krabbenrangoon. Geh nicht weg. Ich bin gleich zurück. Nun, wenn du einfach gehört, gewartet hättest auf mich, dann... Wäre ich direkt mit dir hierher geflogen, um die Asche zu verstreuen? Das haben wir ja gesehen. Mit dem anderen Kerl, der das haben wir in der ersten Folge, haben wir das Ende schon gesehen. Nicht hört, der nicht wartete, sondern sich lieber den anderen Affen anschloss und anfing mit Scheiße zu werfen. Aber ich sag dir was. Ich sag, schwamm drüber. Hm? Du hast zwei Möglichkeiten. Eins. Du kannst mich erschießen. Langweilig. Oder du setzt dich hin. Wir essen zusammen. Und dann verstreuen wir die Asche deiner Mutter. Zusammen. Habe ich mich wirklich entschieden? Ich erschieße jetzt einfach mal aus Schussverfahren nicht. Nun, wen hast du getötet? Hm? Asamita? Zabal? Das ist im Grunde egal. Ich weiß es ja. Ich will es nur von dir hören. Fick dich. Meine Güte, Junge, du hast nicht mal geblinzelt. Aber du weißt schon, dass du damit dein Land aufgegeben hast, oder? Es ist deins. Es war immer deins. Kyrat gehört dir. Ich habe dich aus dem Bus geholt, um es dir zu übergeben. Du kannst es dir wohl zurücknehmen. Das hast du schon fast. Einer tot, einer übrig. Nicht, dass ich dich auf Ideen bringen will. Amita ist nicht tot, aber hey. Aber immerhin wissen wir nun, dass du hast, was man dafür braucht. Also. Ich würde mich gerne entscheiden, was passiert, wenn ich hier erschieße. Du musst es noch länger aufschieben.
Dann komm. Und vergiss deine Mutter nicht. Du weißt, dass diese Urne für alles steht, was vom alten AJ übrig ist. Dem AJ Vorkürer. Wenn du die Asche verstreust, ist jede Bindung an dein früheres Leben verloren. Und was passiert dann? Tja, ich schätze, du könntest tun, was ich tat, als Mohan Lakshmana tötete. Oh, das wusstest du gar nicht, oder? Ja, er tötete deine Halbschwester und danach tötete deine Mutter ihn. Ich machte nur da weiter, wo sie aufgehört hat. Ich habe so viele getötet für sie. Doch dann erkannte ich, dass Lakshmanas Tod nur ein Vorwand für mich war, um all das zu tun, was ich tun wollte. Genau wie die Asche für dich nur ein Vorwand ist, all das zu tun, was du tun willst. Und Gott weiß, dass es Spaß macht. Na, du hast es geschafft. Weißt du, das erste und einzige Mal, als ich hier war, kam ich als gesunder Mann und ging hinaus. Als das. Aber du. Du kommst als König daraus. Also mach schon. Tu das, wofür du gekommen bist. Ich beende gleich mal einmal das Spiel und will einfach nur gucken, ob das funktioniert. Ob ich anders, ob ich das anders machen kann. Ob ich das ändern kann, also was passiert, wenn ich... Okay. Pagan ist tot. Gut, Bruder. Es ist endlich vorbei. Ich kann es kaum fassen. Okay. Schade. Schade. Ich habe eigentlich gedacht, wir könnten uns nochmal entscheiden. Das, schade. Ich hätte ihn gerne am Leben gelassen und mal geguckt, was passiert wäre. Aber... Hola, Nachbar. Oh, Mr. Gale! Tja, das war's dann. Jetzt gibt's keinen Mord und Totschlag mehr? Denkst du den Raketenwerfer an den Nagel? Gut. Fällt mir, was du hier alles erreicht hast. Ziemlich schade, dass du bald wieder gehst. Du wirst ihn zu den Akten legen. Als Staubfänger. Außer? Es gibt noch was zu erledigen. Hm? Offene Rechnungen? Leute umzumieten? Ganz genau, Donald. Ich bin Yogi, du Sack. Tüte. Tüte? Diesmal nicht. Dankeschön. Okay. Ich kann das nicht mehr ändern.
Ich würde gerne. Schade, ich. Was wäre jetzt, wenn ich den einfach weggeflogen hätte? Das gucken wir uns mal eben einmal. Mal eben einmal an. Wir gucken uns das mal eben an, ob wir das eventuell. Nach Pagans Tod sind seine Truppen bei Radschkat verunsichert und schlecht organisiert. Schlag zu, solange das Eisen heiß ist, und erobere die Festung für den goldenen Pfad. Was soll ich für. Was? Ich will eigentlich gar nichts mehr hier großartig einnehmen. Ich wollte mal einmal gucken, was passiert, wenn wir Pagan, sag ich mal, entfleuchen lassen. Okay, das war Far Cry 4. Wir haben alle Endings gesehen. Es passiert nichts mehr, wenn du den jetzt einfach da wegfliegen lässt. Ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Let's Play. Bis dann! Könnt ihr mir ja sagen, ob ihr Amita gekillt habt oder nicht oder ob ihr Sabal getötet habt oder nicht. Bis dann!